soll sie hingehen und sagen, ja, hey, der Typ will deine Nummer haben, oder wie? Eigentlich schon mal nicht so eine schlechte Idee. Hi, ich hätte ganz kurz eine Frage, weil ich bin jetzt hier schon 2 Stunden unterwegs und ich schaff's nicht. Kannst du mir kurz helfen, da jemanden anzusprechen? Weil ich traue es mich nicht, ich habe eine Frauenphobie, weil meine Schwester hat mir immer die Hose runtergezogen und ich wollte das nicht. Und jetzt, ich habe da so eine Anleitung aus dem Internet und das funktioniert nicht. Aber wie können wir dir jetzt helfen? Beim Ansprechen. Kannst du mir oder kannst du mir vielleicht kurz helfen, das Mädel da drüben anzusprechen? Welches? Die da. Die da liegt. Kannst du mir vielleicht da kurz helfen? Was denn nochmal? Ich hab's schon. Die junge Dame da anzusprechen. Welche meinst du denn? Naja, die in der Dreiergruppe da. Weil ich hab da so ein bisschen Frauenphobie. Aber da sprichst du doch echt das schon an. Ja, das ist was anderes. oder nicht? Aber wen willst du denn ansprechen? Die ist da vom anderen Ufer. Wo? Da hinten. Okay, und du traust dich nicht mit ihr zu reden? Ja, das ist zu viel. Und wer ist das? Weiß ich ja nicht, noch nicht. Ach so. Stimmt. Oder wie machen wir? In der Dreiergruppe. Ja. Frauenphobie. Ja. Ja, soll sie hingehen und sagen, ja, hey, der Typ will deine Nummer haben, oder wie? Eigentlich schon mal nicht so eine schlechte Idee. Ist das ernst? Ja, ich habe halt das Problem mit den. Weißt du schon, das ist ein bisschen schwierig für mich. Bei mir, meine Schwester. Magst du eine Flasche Wasser schon mal daher? Und damit sie hier hingehen. Aber dann muss ich immer so viel rülpsen, das ist nicht gut. Nein, du musst ja nicht trinken, einfach sie darauf einladen. Nein, das schaffe ich nicht. Ah, das wird mir zu viel. Meine Schwester hat mich immer geärgert als Kind und ich habe da so eine Frauenphobie entwickelt. Komm, wir müssen Arsch rüber. Keiner versteht mich. Kannst du mir kurz helfen, da jemanden anzusprechen? Wen willst du denn ansprechen? Weil ich bin jetzt schon 2 Stunden hier und hab's noch nicht geschafft. Wen willst du denn ansprechen? Also ich hab wie können wir dir dabei helfen? Ich hab so eine Frauenphobie und meine Schwester hat mir immer die Hose runtergezogen und ich wollte das nicht und das ist nicht einfach. Okay, können wir dir irgendwie helfen? Wen willst du denn ansprechen? Die ist da ganz da hinten. Ich habe da so eine Anleitung aus dem Internet, aber das hat nicht funktioniert. Kannst du mir vielleicht kurz helfen, die Nummer von dem Mädel da drüben zu holen? Das ist vielleicht ein bisschen eine komische Frage, aber ich weiß schon. Aber ich bin ein bisschen schüchtern so. Hä, aber geh doch rüber und sprich sie an. Ich komme jetzt richtig blöd, wenn ich das mache. Es kommt echt blöd. Ja, aber kannst du mir nicht helfen? Können wir schon, aber es kommt cooler, wenn du das machst. Also soll ich einfach jetzt da hingehen, oder wie? Ja. Wie? Ja, gehst du. Was sage ich dann? Hi, ich finde dich sympathisch, ich gebe deine Nummer. Ganz easy? Ja. Okay. Ich sage, hi, wie geht's? Finde dich ganz sympathisch. So, irgendwie. Irgendwie so? Ja. Oh shit, ey. Das fällt mir immer so schwer. Das kommt echt bis kurz, wie wenn sie dir im Kopf geht. Aber ganz ehrlich. Woher weißt du das? Aber selbst. Wie viel Körper hast du schon in deinem Leben gekriegt? Na, ja, eben. Aber ich habe viele verteilt. Ja. Aber, guck mal, das... Okay, aber wie können wir dir jetzt helfen? Beim Ansprechen. Yes. Ich glaube, das ist besser, wenn du das alleine machst, weil sonst wird sie wahrscheinlich gleich denken, okay, er kommt da mit 2 Mädels an. Aber das hat nicht funktioniert, aber das war dann...
wollt ihr es mal anders probieren? Ich glaube, da können wir dir leider nicht helfen. Vielleicht, ich wüsste auch nicht, wie wir das machen sollen. Ich glaube, das sind eher Männer diejenigen, die so Wingman-mäßig das machen. Ach so. Einfach hingehen und ansprechen. Das ist ganz einfach eigentlich. Ach. So wie du uns jetzt auch gerade angesprochen hast. Hat er auch funktioniert. Das ist was anderes. Dann schaue ich nochmal weiter. Selbst wenn du jetzt einen Korb kriegst, ist es irgendwie cool, wenn du es machst, weil sonst machen das Kerle eigentlich fast nie. Ja, finde ich. Wirklich? Auch. Und ich wäre davon tatsächlich beeindruckt, wenn es jemand machen würde. Ja, ich auch. Wenn er einfach so kommen würde und sagen würde, hey. Ja, du kannst, musst ja nicht so. Nicht so direkt. Creepy-mäßig, sondern halt irgendwie nett. Und ganz ehrlich, wenn sie Nein sagt, dann ist ja auch nichts verloren. Aber da hast du dich getraut. Und wenn du es jetzt nicht machst, dann denkst du vielleicht drüber nach, was es gewesen wäre. Krass. Bist du jetzt gerade hier alleine langgelaufen? Fandest du die gut oder bist du hier mit irgendwelchen Freunden oder so? Ich bin hier gerade alleine, deswegen. Ist nochmal schwerer. Ja, finde ich auch. Aber macht ja nichts. Ja, finde ich gar nicht, weil wenn du mit irgendjemand anderem da bist, dann schaut er auch noch zu. Ja, ist doch super. Kann dann Feedback geben. Ja, ihr habt es mir auf jeden Fall schon mal geholfen. Nee, geh halt hin. Ich geh mal hin. Ja. Danke. Aber sag uns dann, wie es lief. Okay, ich sag's auch. Ciao. Ciao. Könntest du mir kurz helfen, die da hinten anzusprechen? Ich bin jetzt hier schon ziemlich lang so auf und ab gelaufen und habe es einfach nicht geschafft. Und, wen willst du denn ansprechen? So ein Mädel habe ich da gesehen und ich habe es nicht geschafft. Und ich habe eigentlich nur eine Frauenphobie und so. Und ich, ja, voll. Wo ist sie denn? Wie sieht sie denn aus? Erzähl mal. Halt blond und sitzt da hinten. Blond. Ist in der Gruppe? Zu dritt. Zu dritt. Ja, also. Sollen wir ihr was sagen? Willst du mitkommen? Oder? Ja. Willst du mitkommen? Genau. Okay, mach mal. Moment, okay, den Fall kann ich abgesperrt. Also irgendwie sind wir. Das ist auch alles ein bisschen was hier. Ja, schon. Danke. Ja, also machst du es, oder wie? Warum immer ich? Mach du doch mal die Sachen. Oder beide? Ich habe einmal eine Frauenphobie. Nee, wir haben gerade für einen Comedy-Kanal für YouTube gefilmt. Das war ein Joke. Lustig. Okay. Ist lustig, oder? Oder ist lustig? Irgendwo schon. Ich hab's endlich aufgekauft. Ich auch. Was war das Experiment? Ich war verwirrt, dass du uns anquatschen kannst, aber sie nicht. Wir haben gerade für einen Comedy-Kanal für YouTube gefilmt. Mein Kumpel filmt dort. What the fuck? Von so einem Comedy-Channel gefilmt. Ah, was? Ist okay, wenn wir das verwenden. Also, das war bloß ein kleiner Joke.